Servus und willkommen zurück hier in South Park. In der letzten Episode haben wir uns mit einem gewissen Morgan Freeman angelegt. Das ist nicht sehr gut für uns ausgegangen. Aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht in Zukunft vielleicht irgendwann wiederholen werden. Kann ja sein. Fürs Erste. Der Winter rückt, der Weihnachten rückt näher, so wie auch der Winter hier in South Park. Wir sollen zum Hauptquartier der Freedom Pals. Aber links am Teich wartet ein Priester auf uns. Das kann natürlich wieder eine sehr unangenehme Sache werden. Oder aber es ist eine nette Nebenquest. Und das möchte ich natürlich wissen. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Schön. Dann auf zum... Ah, da haben wir davor gar nicht hin können, oder? Naja. Auf zum Teich! Auf zum Teich. Bis dann. Dankeschön. So, weiter geht's. Guten Tag. Ja, was haben wir denn so hier? So eine Scheiße, warum muss ich Wache schieben? Halt's Maul und schieb Wache, du Kackspast! Ich will auch mit dem Feuer spielen. Hey Mann, wo ist Jasper? Weiß nicht. Ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gesehen. Ist denn Schwierigkeiten? Sollten wir es seinen Eltern sagen? Nein, Mann. Eltern sind dumm. Wahrscheinlich Eltern sind dumm. Nur Pornos. Naja, aber da haben wir ja was. Zeit für die Diabetes. Oder für unseren Captain Diabetes. Das ist ein Klack für Captain Diabetes. Wunderbar. Das freut mich sehr. Ich furz dir ins Gesicht. Ah, sehr gut. Okay, tschüss. Hey, hat jetzt einen schon ausgenockt. Ist sehr gut. Hey, Sechsklässler, komm, spiel mit uns Großen. Kampfvorteil. Besiege die Sechsklässler. Sehr gut. Ich spüre Chaos im Anmarsch. Einer ist schon am Boden. Versau das nicht, Blödsack. Wunderbar. Wie sehen wir denn hier aus? 1000! Aber hallo. Sehr gut. Der Viertklassmüll muss mal rausgebracht werden. Mikroaggression. Schlag ihn. Mikroaggression. Ja. Yeah. Oh. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, ich bin auch vorsichtig optimistisch. Beziehungsweise du kannst jetzt mal gar nichts machen. Ich bin jetzt dran. Bam! Ohne zu zucken, Respekt! Vierklässler versohlen, geile Sache! Yeah. Lass dich davon dein Freund passieren! Na gut! Macht euch auf Schmerz gefasst! Captain Chaos! Ah, der kann wieder so einen Kain rufen. Mhm. Aber das ist ausreichend. Chaos! Bam! Ja, das schaffen wir, Leute! Angriffsmanöver eingeleitet! So, Tupperdöschen, was machen wir denn mit dir? Mal gar nichts. Außer das. Dann bin ich wieder dran. Jetzt hat die auf einmal 700. Hat der immer schon 700 gehabt? Ja, hallo. Bam. Nicht schlecht, Neuer. Ich finde auch, das war ganz gut. Kuhn auf der Jagd. So, was machen wir denn? Ah, haben wir uns auf den. Das könnte brennen. Und bam. Ungelogen, das war echt krass. Das war ein Volltreffer. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Hui, Nippenswirbler. Wenn du den Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Grausig, ekelhaft. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Pissbombe, okay. Ich muss in den Ballon pissen. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Ja, okay, machen wir mal das.
Keine Chance. Generell ist es aber so, dass die Bosskämpfe definitiv an Schwierigkeit zugenommen haben im Vergleich zum letzten Teil. Super Tornado! Noch einer erledigt! Also ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, das ist schon eine Zeit her, aber im ersten Spiel war es noch einfacher. Schlag sie für den Kuhnfurzkiste! Na gut. Rein damit! Und raus damit! Da vibriert der Controller. Heilige Scheiße! So, das sollte. Scrambles, ihr Bastarde! Ja. Die Freedom Pearls werden siegen! Sanktionen, aber mit Inklusion! Yeah! Du hast gewonnen! Säckchen voller Spuckbälle. Oh yeah, und Geld. Geld kann man gut brauchen. Was haben wir denn hier noch alles? Tittenmagazin. Ups. Nein, noch nicht. Noch nicht. Fahrräder. Kann man nichts machen? Nö. Dann. Nein, die geht jetzt einfach so durch. Okay. Heldenhafte Narbe. Da kann man nicht rein. Na gut, dann. Mal schauen, was beim Teich passiert. Mistkübel? Öliger Lappen. Täschchen. Edgars Kleber. Okay. Da geht's nicht weiter. Ein Brot. Psst. Psst. Hey, hier drüben. Ja. Ah, sehr gut. Ups. Starks Teich. Okay, ich sehe keinen Priester, ich sehe nur einen Perversen. Jumbo's Fishing. Netz Postfachschlüssel. Ah. Da war ja was. Oder? Nein, der hat seine Brieftasche gesucht, aber egal. Postfachschlüssel, da war irgendwas. Haben wir dann zu gucken. Ah ja, Lava. Ein Zelt. Sehr gut, hat sich Sandblaster. Die Lava weg. Der Richtige für jeden Job. Ja! Dankeschön. Dann sehr gut. Hier. So, was haben wir jetzt? Ah, eine Kiste, oder? Ja. Nein, komm. Warte. Hallo? Ah, ja. City-Frühlingsrolle, Fitness-Tracker. Was haben wir denn hier? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Aha, der goldene Funken. Versaut. Drogenfläschchen. Na gut, dann schauen wir mal, was dieser sehr vertrauenswürdige Herr im Mantel am Teich mitten im Nirgendwo uns zu sagen hat. Hat der überhaupt, sind das überhaupt Beine? Ja. Hab dich beobachtet. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen. Hast du von den Super Best Friends gehört? Ich bin's, Seemann. Ah, ja. Ein mächtiger Superheld mit der Fähigkeit, mit Fisch zu sprechen und zu schwimmen. Es ist okay. Samen. Ich bin Seemann.
Es ist mein Job, allen Meereskreaturen zu helfen. Und gerade braucht ein schwuler Fisch Hilfe, seine Mutter in den Himmel zu bekommen. Ich will ihm unter die Flossen greifen. Aber die anderen Super-Best-Friends haben zu viel zu tun. Hilfst du mir? Dann waren das doch irgendwelche Schupp... Aber hallo? Meine Wasserabwehrkräfte beschützen dich. Und so taucht das Kind in die Tiefe des Wassers, geschützt von Samen. Seemann! Hinunter dahin, wo der kleine schwule Fisch Seemann and Swallow, ja? Weine nicht, kleiner Fisch. Ich habe Hilfe mitgebracht. Oh, danke, Samen. Könnt ihr mir mal wirklich helfen, in den Himmel zu kommen? Es heißt Seemann und durchaus. Dieses Kind hat unglaubliche Kräfte. Gut, wenn Mama in den Himmel kommt, kriegt ihr 3 Millionen Dollar und ein bisschen Schmuck. Fass einfach meine kleine schwule Flosse an, um magisch zu ihr transportiert zu werden. Keine Scheiß. Durch das Anfassen der Flosse werden Samen und sein Kumpel nach Valhalla transportiert, wo ein anderer Fisch auf einem Einhorn reitet. Was? Ich bin hier, Mama. Bist du das, Baby? Ich bin's. Wir bringen dich in den Himmel, Mama. Halt dich fest, das Kind wird uns helfen. Okay, Baby, ganz wie du meinst, du kleiner schwuler Fisch. Und so half der Sidekick von Samen, der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhornfürzen gen Himmel zu fahren. Aber was? Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass Flappy auf, Birds, ich hasse Flappy Birds. Was für ein kranker Scheiß geht hier ab? Wir müssen auf eine Goldplatte pressen und ins All schießen, damit doch Außerirdische das sehen können. So dämlich, Entschuldigung. Aber je näher sie dem Himmel kam, unglaublich. Desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Das war knapp. Mama, deine Himmelfahrt ist das größte Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Ah ja, es wird schneller, es wird schneller. Oh, nicht so schnell. Dann komm ich schneller in den Himmel, Schatz. Die Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Zazul. Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater. Was? Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Kid, das ist meine Mama auf dem Einhorn, beschütze sie. Das ist mit das allergrößte aller Zeiten. Aller Zeiten. Verdammt seist du, Zazul. Du bist tot. Und so half der Sidekick von Samen, der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhornfürzen gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt! Seemann! Direkt in den Himmel, Mama, pass nur auf die Säulen auf! Jetzt habe ich 4 Herzen, ja, das ist ja schon mal. Na, 5. Sorry. Niemand hat sowas je gesehen! Meinst du, so ein Scheiß ist normal? Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. So beknackt, das ist unglaublich. Mann, hier gibt's fast alles. Säulen, Feuerbälle, glitzernde Regenbögen, Wahnsinn. Ich hasse Flappy Birds und dieser komische Sasul. So was soll das? Dann komm ich schneller in den Himmel, Schatz. Die Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann... Der schwule Fisch, was ist denn das jetzt schon wieder? Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater. Seine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Die fiesen Tweets. Wie aufregend. Oh. Sei vorsichtig, Mama. Ja, deine das war jetzt das natürlich... Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Ha! Moment mal, was ist das? Jesus! Das hast du sehr gut gemacht, mein Kind. Vielen Dank, Jesus. Nicht du, Samen, das Kind. Seemann! Oh, ja, stimmt. Na egal. Du hattest keinen Grund, diesem schwulen Fisch zu helfen, mein Kind. Und doch, tatest du es. Klar musst du es mir helfen, ich bin ein Rap-Genie, die Stimme einer Generation. Ich spüre, dass du auf der Suche nach deiner Spiritualität bist, mein Kind. Erlaub mir, dir zu helfen. In jeder Religion gibt es Gutes und Böses, mein Kind. Was bist du? Rechtschaffen. Naja. Neutral. Chaotisch. Neutral. Rechtschaffen. Rechtschaffend? Neutral, chaotisch? Chaotisch. Neutral. Ich glaube, neutral ist gut.
Agnostiker. Atheist, Buddhist, Christ, Jude, Mormone, Moslem, orthodoxer Jude, Quäker, Rastafari, Satanist, Scientologe, Sikh, Taoist, Unitarier, Wicca. Nun, da ist ja wirklich für jeden etwas dabei. Ich beschäftige. Agnostiker. Ja, genau. Okay, du bist ein neutraler Agnostiker. Wunderbar. Oh, warte. Du willst sicher ein Selfie mit Jesus, oder? Ja, hey, hallo. Wieso nicht? Das sehen wir aber dann gleich. Oh, so. Jappa. Neuer Follower. Jesus. Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Du weißt jetzt, wer du bist. Ein sehr wichtiger Schritt, um an dich selbst zu glauben. Viel Glück, kleiner neutraler Agnostiker. Tada! Oh mein. Schau, schau, schau! Na, was haben wir denn da? Was bist denn du für eine Sorte? Genderfluid! Pansexuell! Weiß! Ehrenperson! Neutral! Agnostisch! Cletus, warum redest du so komisch? Dialogbaum! Ah, okay. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Besiege alle Gegner. Ja, wenn das nicht unsere Freunde aus dem Trailerpark sind. Na ja, dann. Ich spüre Chaos im Anmarsch. Mein rachsüchtiger Gott hat... Dein rachsüchtiger Gott kann mich mal. Sorry wegen des Zugs. Bam, bam, bam. Ist das so ein Zigeunerfluch? Ja, natürlich ist er das. Und alle... Nein, nur zwei. Okay. Ja. Also ich halte die andere Wange nicht hin. Ich muss dich zum Hetero prügeln. Jeha! Du Penner. Wir trainieren in der Gegend nicht so auf andere Ansichten. Ich bring dir das Evangelium der Arschtritte bei. Das Evangelium der Arschtritte. Lass die sündigen Stimmen dir verstummen. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Also prinzipiell könnte das ja auch eine etwas Hillbilly-Version von Bud Spencer sein. Die Sprüche sind definitiv nicht schlecht. Der Bart würde auch schon mal passen. Naja, aber... Los! Bam! Labe dich an meinem neidvollen Respekt. Neidvoller Respekt? Das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Netter wird's auch nicht. Geil! Und down. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Cool, Baby. Noch einer sehr gut. Nicht. Versau das nicht, Blödsack. Tja, bleibt noch einer über. Aber in die richtige Richtung, bitte schön. Nein, das geht das nicht. Wie schaut's hier mit aus? Auch nicht. Und wie sieht's hiermit aus? Auch nicht. Naja. Naja, probieren wir es mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieg! Verzeihung. Rushdose, what the fuck, Kampfplan und Geld. Sehr gut. Wunderbar. Wähle deine Religion. Berühre den Himmel. Ja, aber hallo, den haben wir sowas von berührt, also das ist, das ist jetzt schon wieder ganz eine andere Schiene. So, jetzt gucken wir mal. Missionsliste, wie war denn das mit diesem Schlüssel? Racing's Ripper, okay. Ruf der Freiheit. Naja. Racing's Ripper, okay. Na, ich würde mal sagen, das probieren wir noch aus. Kann ich von Nutzen sein? Behilflich sein.
Ah, ein paar Klamotten. Okay, vom schwulen Fisch. Wunderbar. Bitteschön. Die Social Media Stimme einer Generation. Okay. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, heute sind ja richtig viele coole Leute da, nicht wie gestern. Nö, wohl nicht. Naja, nicht schlimm. Liebe, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein hier bei South Park. Servus.